So, und damit herzlich willkommen hier in der Stromberg-Klamm oder Stromberger-Klamm oder wie auch immer. Sieht schon mal hier sehr abenteuerlich aus und hat hier eine echt abenteuerliche Wegeführung, muss ich sagen. Irgendwie müssen wir jetzt hier zickzackmäßig irgendwie runter oder so, ich weiß es auch nicht. Das muss man überraschen hier. Also das ist ja hier sehr abenteuerlich. Wenn hier so richtig Wasser drin steht, dann ist das hier nicht begehbar, würde ich mal sagen. Aber es hat ja jetzt geregnet zwei Tage, deswegen ist ein bisschen Wasser drin. Viel ist es jetzt auch nicht, aber schon sehr abenteuerlich hier. So, hier nur ganz kurz zu dieser Klamm. Sie ist bei Stromberg irgendwie 1,2 Kilometer lang und befindet sich hier unter anderem auf dem Wanderweg Michels-Vitaltour. Ich habe ein extra Video gemacht, was ich jetzt gerne mal hier oben verlinke. Aber ich dachte mir, die Klamm nehme ich jetzt da mal raus, sonst wird das Video auch zu lange und vielleicht interessieren sich ja Leute auch echt nur für die Klamm oder so. Also gerne beide Videos angucken, ich werde beide verlinken untereinander, verkappeln quasi, während ich mir hier den Abstieg hier in diese urige Schluchtbahne. Oh, ist das schon geil. Natürlich auch perfektes Wetter heute. Wieder so ein richtig schönes Mini-Fleckchen Erde für vielleicht Leute, die jetzt nicht so eine 10 Kilometer Wanderung machen wollen. Und gerade so im Sommer ist das schon total herrlich hier, ey. Schön kühl mit einem Laubwald. Ja, wobei kühl immer relativ ist, ne? Also bei 40 Grad ist es noch egal hier. So, den Rückweg kann man jetzt entweder wieder die Klamm hochgehen oder durch den sogenannten Felsengarten. Ja, werden wir uns mal den Felsengarten hier angucken. Runtergekämpft haben, kämpfen wir uns jetzt wieder hoch. Aber hier vorne scheint schon dieser Felsengarten zu sein. Das hat alles so moosbewachsene Dinger hier. Das sieht natürlich auch stark aus.
So, mit den letzten Steinen hier sind wir schon wieder am Ausgangspunkt der Klamm. Und dann werde ich hier meine normale Wanderung fortsetzen. Gerne mal reinschauen. Michels Vitaltour ist, wie gesagt, verlinkt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao.